alles in Ordnung soweit. Das ist das Problem, was die jetzt haben, natürlich, weil die keinen Connection mehr haben zu dem Wirtshaus hier. Das mit der Feuerwehr sollten wir uns auch nochmal überlegen. Dass wir hier noch eine Feuerwehr platzieren. Aber momentan ist eigentlich. Alles soweit abgedeckt, außer hier unten. Und ich hoffe, ihr explodiert es nirgends. So. Wollen wir hier nochmal einen Marktplatz hin? Du hast keine Verbindung zum Wirtshaus, warum? Überleg lieber, ob ich nicht noch das Wirtshaus nochmal hier unten hin platzieren soll. Haben wir hier auch nochmal volle Connection zum Wirtshaus. So. War das hier unten auch schon mal wieder repariert in Gänge? 1350 normale Einwohner. Hi, Witzka. Was macht denn jetzt hier der Kaffee? Kaffee kam noch keiner an. Warum? Kaffee ist unterwegs. Kam jetzt hier mittlerweile. Ein Schiff erster Klasse. Meine Schiffe. Achtung, Admiral anwesend. Ich merke, das ist doch ein bisschen zu wenig Pilz, was wir hier unten nach oben liefern. Lassen Sie hochleben. Sind halt auch nur für Produktion, ne? Müssen wir doch eventuell noch mal ein paar bauen. Den Platz will ich eigentlich dafür nicht vergolden. Hier könnte man auch Platz vergeuden für den Kram. Brauche ich hier nochmal ein Lagerhaus hin? Stand gespeichert. Wir kümmern uns hier um alles. Das wird schon reichen. So. Hier waren wir stehen geblieben. Wie die Made im Speck. Genau. Wir wollten ja gucken, dass wir hier die Kirche bauen könnten. Würde ich mal sagen. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Wir bauen mal hoch. Die brauchen die Glocke. Die Glocke können wir jetzt nicht bauen. Weil wir keinen Ziegelstein haben. Doch, wir haben Ziegelsteine. Ha, tatsächlich, wir haben Ziegelsteine. Nur kein Holz. Ich mag die Musik hier oben, die ist voll cool. Ist so ein bisschen alienhaft an, ey. Muss man ehrlich zugeben. So, schon mal alles hier bombardieren. Was wir hier kriegen. Ich will das mal später bauen. So, die Kirche ist gebaut. Wenn die Königin euch um etwas bittet.
Natürlich wollte ich auch noch eine Bibliothek, aber die bauen wir demnächst. Nicht jetzt. So, ich will jetzt mal wissen, was hier unten abgeht. Zu viele Transporte. Dieser Ort ist voller Energie. Es gibt Kaffee und wir brauchen die Maschinen. Nee, wir brauchen die Maschinen und die Maschinen. Ich muss mal schauen, wie viele Nähmaschinen haben wir denn hier drüben? Nähmaschinen haben wir 300. Was beliefern wir denn von hier oben nach unten? Wir beliefern momentan Seile nach unten. Wir liefern rum nach unten. Ne, wir liefern rum von unten nach oben. Und von oben nach unten liefern wir momentan noch nichts. Jetzt müssen wir mal gucken, ob das hier schon eventuell reicht. Oder wollen wir 100 runterbringen? Haben wir das auch so? Ja, das ist momentan zu wenig und das kann gar nicht sein, weil das Ding ist ja dann theoretisch leer. Oh, wir haben zu viel rum, oder? Rum haben wir nie zu viel. Kommt aber nichts bei. Wo ist denn das Schiff? Auf Ihren Befehl. Ich bin zuversichtlich, dass wir es jetzt haben. Ein neuer Auftrag? Pünktlich auf die Minute. Kompromissloser Journalismus. Schiff unter Beschuss. So, wir haben noch eine Expedition. Schiff unter Beschuss. Alter, jetzt geht's aber los hier. Spielstand gespeichert. Haben wir noch unsere Expedition hier laufen? Nee, keine Rückmeldung. Nein. Das kannst du nicht bringen. Ja, geht doch. Hoffentlich sucht es uns nicht heim. Die gefrorene Kluft. Die Felsplatte hat ihre Matrosen verschluckt. Nein. Der Versuch, den Gebirgspass zu überqueren, war riskant und ihre Besatzung büßt jetzt für ihr Verlangen, ihr Glück zu versuchen. Der steinige Weg bekam zunächst eine Decke aus gefrorenem Schnee und ging dann allmählich in einen stillen, unbewegten Gletscher über, dessen ominösen Präsenz die Luft mit dem Geruch nach Winter verpestet. Die Nacht ist schneller als erwartet hereingebrochen und es hat nicht lange gedauert, bis die weniger vorsichtige Entdecker herausfanden, wie brüchig die Eisdecke war. In den Wellen geboren, in den Wellen gestorben. Der Gletscher gewährt die gefrorene Kluft. Der Gletscher gewährt ihren Matronen keinen Weg hindurch. Die verschlungenen Pfade des eisigen Bildes sind zu viel für die Besatzung, die bereits Mühe hatte, der als Hauptweg markierte Route zu verfolgen. Sie sind gezwungen, ihr Vorhaben aufzugeben und zu der eingebrochenen Eisdecke und den Spalt zurückzukehren. Die Kälte beißt und schwächt sie. Nach kurzer Zeit nimmt ihre Haut die gleich violette Färbung an,
wie die Männer, die sie retten wollen. Auch die größten Mühe ihrer Matrosen können die Zeitverlust nicht weit machen. Die körperliche Fähigkeit der Mannschaft sind herausragend, aber die Kälte kennt keine Ausnahmen in ihrem Beuteverhalten. Die Verwundeten werden aufgezogen und wieder Haken aus Eis reißen. Ihnen die gefrorene Füße und Beine, die der Gletscher als Preis für die Freiheit der Männer einbehält. Sie werden zum Schiff zurückgebracht, können aber keinen Anteil mehr an der Expedition haben. Natürlich, wir werden zur Rotation bereitstehen und fortsetzen. Natürlich, wir werden weiter fortsetzen. Solange das Schiff noch genügend Moral hat, ist das natürlich möglich. So. So viele gleichgesinnte Seelen. Okay, ich weiß schon, was wir nächste Folge machen. Wir werden diese Produktion hier drüben in Gänge setzen werden müssen und alle Pfopfenplantagen in Gang setzen. Muss ich jetzt leider feststellen, weil wir haben keinen Hopfen mehr. Das heißt, wir werden nochmal ein paar Einwohner platzieren, damit wir diese Produktion noch alle schön in Gänge setzen werden können. Weil ich tendiere jetzt schon, dass wir zu wenige Einwohner haben werden dafür. Wir brauchen ja auch ordentliche Lagerhäuser. Ich könnte hier sogar Bier bauen. Da brauche ich noch mehr davon. Gut, es hat jetzt die Sache, wie viel kostet uns der Spaß? Wo du bist, ist vorne. Also das hat mal kurz. Oh, es war ein kurzer Licker. Wir haben kein Lager aus dem Reichweite. Sie brauchen dringend ein Lagerhaus. Ah ja. Toll. Das heißt, ich muss hier irgendwie einen Weg hereinzaubern. Schlaglöcher, passt also auf. Hier sind keine Schlaglöcher, ja. Hier wird nur kurz einen Weg abgerissen, damit wir hier eine Connection haben zu dem Lagerhaus. Das kann doch nicht wahr sein. Dann roll ich das doch gerade wieder ab. Bringt dir nichts. Ich dachte, ja, ich kann das jetzt abreißen. Ja, und das bringt mir jetzt hier wunderbar. Nö. Ist eben nicht. Das ist eben nicht so, wie es sein soll. Bauen wir das halt hier um. Und bauen hier ein Lagerhaus hin, damit hier genug innen drin los ist. So. Hopfen ist schon mal gebaut. Hier habe ich natürlich dasselbe Problem mit den Getreidefarmen. Genau, wir waren ja hier stehen geblieben, dass wir noch eine bauen wollten. Jetzt muss ich erstmal ein Lagerhaus hin platzieren. Gucken, ob das hier. So. Ich würde mal sagen, wir bauen demnächst weiter. Ich baue jetzt erstmal das Lagerhaus hin und tue schon mal ein paar hinbauen. Damit es hier schon mal losgeht. Ich krass, wie Anno da anfängt zu rücken. Und er geht dort ordentlich die Produktion los. Gut. Ich würde mal sagen, wir bauen da oben auf jeden Fall mal ein paar Erweiterungen auf. Ich sehe jetzt schon, kommen bei 75, nur 75 Platz, wäre das ein bisschen eng.
wird jetzt schnell sich füllen. Und wir haben hier drüben irgendwann keine Bierprobleme mehr. Weil wir haben wir nämlich keins mehr da. Jeder ist hier für den anderen da. Scheiße. Gut, das Problem behandeln wir in der nächsten Aufnahmesession von Anno. Heute nicht mehr. Und dann bedanke ich mich auch fürs Zusehen. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Bei uns, wenn's heißt, wir sehen uns in Anno und bauen fleißig weiter und behandeln die Probleme, die wir momentan haben. Also Ende. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Morgen oder guten Mittag, wie auch immer, wann ihr das Video guckt. Wir sehen uns dann. Ciao.